Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Chiara Corona. Schönen Montag. Es ist geschafft. Die Vorarlberger Wirtschaft hat im vergangenen Jahr erstmals Waren für über 10 Milliarden Euro exportiert. Das ist ein Zuwachs von 6,8%. Im Schnitt werden 6 von 10 Euros unseres Bruttoinlandprodukts aus dem Außenhandel eingenommen. Gewachsen ist auch der Handel nach China. Ein Minus wurde nur bei den Exporten in die USA gezählt. Am Wochenende wurden 6 Werke einer Kunstinstallation auf dem Hohenemser Schlossberg zerstört. Wie die Stadt gerade mitteilt, sind die Tafeln mit einem stumpfen Gegenstand oder einem Luftdruckgewehr beschädigt worden. Passiert soll das zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag sein. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bitte bei der Polizei melden. Auch nach einem Vorfall in Dornbirn sucht die Polizei aktuell nach Zeugen. Auf der Bödele-Straße in Richtung Dornbirn überholten 2 Autos einen weißen Kastenwagen, als dem hinteren Fahrer plötzlich ein Auto entgegenkam. Der entgegenkommende 51-Jährige musste eine Vollbremsung hinlegen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Er soll sich bitte bei der Polizei Dornbirn melden. Und 140 Jahre Feuerwehr Zwischenwasser. Die Ortsfeuerwehr hat ihr Jubiläum mit einem 3-tägigen Fest ordentlich gefeiert. Dabei hat auch ein Nassleitungswettbewerb für die Bezirke Feldkirch und Dornbirn stattgefunden. Den Titel der Goldenen Pumpe hat sich dann die Feuerwehr Rönns geholt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.